Hallo liebe Leute, Krytos hier und ich würde euch gerne hier die Patch Notes vorstellen. Und zwar ist das Ganze Patch 1.4, der jetzt auf dem PTR aufgespielt wird. Ich würde euch das Ganze gerne auf Deutsch vorlesen. Das Problem ist nur leider, es gibt es nicht auf Deutsch, da es in Europa und Deutschland generell noch kein PTR gibt. PTR steht natürlich für den Public Test Realm, dort wo die ganzen Patches zuvor getestet werden. Und dann gibt es nur in Amerika soweit. Von daher wird das Ganze hier auch auf Englisch sein. Aber die Changes sind soweit richtig, richtig gut aus. Und ich möchte euch mal hier gerne vorstellen, möchte euch zeigen, worauf ihr euch eventuell demnächst gefasst machen könnt. Bemerkt allerdings bei der ganzen Sache, wie gesagt, es ist noch für den PTR. Da kann sich noch einiges ändern. Aber ansonsten, ich denke, das Ganze hört sich ziemlich plausibel an und es wird auch so rüberkommen. Erstmal die generellen Sachen, wo schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei sind. Hier, a new career page displaying placement in past seasons has been added to the league and ladder section of the profile. Also das ist ganz nett, ihr müsst jetzt nicht mehr auf vergangene Ligen gehen und so weiter und so fort, letzte Season zum Beispiel, sondern der zeigt direkt alles an. Da gibt es einen neuen Tab, da zeigt er dann direkt an, in welcher Season man in welcher Liga war, etc. Also richtig nett gemacht. Das ist jetzt recht uninteressant. SLI-Performance wurde ein bisschen verbessert. Also für all die Leute da draußen, die zwei GeForce-Grafikkarten drin haben oder zwei Nvidia-Karten, das geht an euch. Ansonsten, das ist recht uninteressant. Game Options, hier wird es interessanter. Added 3 Privacy Settings to the Options Menu and the Battle.net Section. Also von daher, es gibt jetzt mehr Privacy Options, also mehr, private Optionen halt, also wie euch halt vom, ja, lesen wir erstmal. Only allow friends to send me invites, also dass nur Freunde, die man selber schon als Freund hinzugefügt haben, einen Invite schicken können, zu spielen etc. Das ist eine sehr nette Sache, wird auf jeden Fall die ganzen Leute, die da draußen ein bisschen berühmter sind, wie Pro-Gamer oder Caster, sehr freuen, denn man kennt es ja gerade bei Streams aus Pro-Gamern, dass die andauernd zu irgendwelchen Games eingeladen werden. Genauso wie Only allow friends to send me chat messages, dass nur Freunde einem eine Chat-Nachricht schicken können, finde ich nicht unbedingt optimal. Einfach nur aus dem Grund, was die ganzen Turniere angeht und so weiter. Ich bin jetzt am Überlegen, ich nehme mal stark an, dass die meisten Pro-Gamer mich nicht auf der Freundesliste haben. Ich meine, klar, es gibt da einige, die haben mich auch als Real-ID und so weiter, aber es gibt bestimmt einige, die haben mich nicht auf der Freundesliste. Und das ist dann natürlich extrem ärgerlich. Wenn dieses neue Feature reinkommt, dann kann ich die nicht mehr anschreiben, beziehungsweise sie bekommen keine Nachrichten mehr von mir. Und das ist blöd. Und ich weiß auch gar nicht, wie man da drumherum arbeiten kann, aber da, da muss ich entweder jetzt dafür sorgen, dass ich die Leute so schnell wie möglich alle auf die Freundesliste bekomme, oder aber man hat da dann bald Probleme. Ja. So, set status to busy when playing a game, das ist natürlich richtig gut, denn ich vergesse das ja immer mal wieder öfter, dass ich mich da auf busy stelle, wenn ich irgendwas caste oder wenn ich selber gerade am Game bin, genauso wie die ganzen Pro-Gamer vergessen das ja auch öfter. Und dann gibt es da die Möglichkeit, dass man da automatisch auf busy gesetzt wird und somit keine Nachrichten oder ähnliches bekommen kann, das ist eine klasse Sache. FPS-Toggle wurde hinzugefügt, das heißt, ihr könnt die Frames per Second toggeln und somit einsehen, wie viele ihr im Moment habt. Und, das ist recht uninteressant. Geht nur um die Tooltips, dass man die ausschalten kann. So, uninteressant, uninteressant. Ah ja, das ist noch interessant. Loading an old save game will now give an option to restart the mission in the new version of StarCraft 2 instead of loading it in the old version without access to achievements. Das war natürlich auch so eine Sache, immer wenn man altes Replay, altes Game geladen hat, beziehungsweise auch Replay, da musste das ja immer in der alten Version von StarCraft 2 geladen werden. Das war ja ziemlich ärgerlich. Und so wie es aussieht, wurde es jetzt gefixt, also man kann im Singleplayer auch da weitermachen, wo man aufgehört hat, ohne in die alte Version zu gehen, dass man halt weiterhin die Achievements bekommen kann. Das ist eine geniale Sache, finde ich. Das hier, das freut mich am meisten. Ohne Mist, das freut mich am meisten. Player names in the name panel in Observer or Replay Mode will now be based off the player's location on the minimap. For example, the player closer to the left side of the minimap will appear on the left side of the name panel. Das ist eine tolle Sache, weil mich hat das immer so extrem verwirrt, wenn, sagen wir mal, Spieler 1 ist links gespawnt auf der Karte, Spieler 2 rechts.
Und sagen wir mal, es war jetzt ein Circle vs. Circle, also Mirror Matchup, aber oben in diesem Name Panel war Spieler 2 links und Spieler 1 rechts. Ich habe die so oft dann verwechselt, das ist nicht mehr normal. Von daher finde ich diese Änderung so genial. Wenn ein Gebäude gecancelt wird, sieht man jetzt, wie viel Mineralien man zurückbekommen hat. Und ansonsten, Sound ist recht interessant. Jetzt kommen wir zu einem richtig interessanten Punkt, und zwar zu Balance, Leute. General, Unit Vision Up Ramps has been reduced by 1 oder by 1. Das heißt im Prinzip, dass ihr, wenn ihr Rampen hochguckt, ein Feld weniger sehen könnt. Und ihr fragt euch jetzt, toll, was bringt das mir? Das bringt einiges, um ehrlich zu sein. Vor allem beim PvP, ja, also was Warp-Ins angeht, man konnte es ja vorher machen. Selbst wenn man ein Force Field an die Rampe gesetzt hat, konnte man nach oben rein warpen, weil man dann noch die Vision hatte. Das geht jetzt nicht mehr. Und auch was Blinkstalker-Play angeht, also das heißt, selbst wenn man, wenn da ein Force Field gesetzt wurde an die Rampe, selbst wenn es oben ist, kann man im Normalfall jetzt nicht mehr nach oben blinken, also das ist eine richtig nette Sache. Was noch hinzukommt, ist natürlich, was Queens angeht, wenn Queens eine Ramp jetzt blocken zu zweit, können die Helions keine Schüsse mehr umsonst praktisch abkriegen, ohne selber Damage zu kriegen. Nein, jedes Mal, wenn sie einen Schuss dann abfeuern, werden sie auch getroffen werden. Also das ist eine nette Sache. So, jetzt kommen wir mal auf Protoss drauf ein. Und das ist eine Sache, die gefällt mir wirklich sehr. Immortal, da wurde die Range von 5 auf 6 erhöht. Oh, ich sag's die ganze Zeit schon. Das ist der Change, den der Immortal braucht. Weil Immortal wird meiner Meinung nach noch unterbenutzt. Einfach nur aus dem Grund, weil er im Normalfall hinter den Stalkern steht. Die Stalker haben natürlich die Range von 6 und der Immortal steht dann nur blöd rum und macht nichts. Ja, ich meine klar, mit ein bisschen Micro ist das dann absolut kein Problem. Aber wenn man gerade am Makron ist und die Armee nach vorne geschickt hat, etc., dann achtet man ja nicht immer gerade auf seine Immortals. Und es wird auch ein Protoss versus Terran, Protoss versus Protoss und Protoss versus Terran gewaltigen Unterschied machen, einfach nur weil die Marauder halt die Range von 6 haben. Und wenn sie es richtig machen, dann können sie da die Immortal kiten wie blöde mit ihren Concursive Shells. Das ist natürlich ärgerlich. Und von daher, das ist jetzt eine nette Sache und auch im PvP wird das jetzt einiges mit ausmachen, einfach nur weil jetzt Freegate Robo gegen Foregate ein gewaltiges Stück besser geworden ist als vorher. Mutterschiff, da wurde die Beschleunigung von 0,3 auf 1,375 erhöht, also die Geschwindigkeit an sich bleibt gleich, nur die Beschleunigung, ihr wisst ja, wenn das Mutterschiff am Anfang loslegt, dann ist es ja extrem langsam. Und das wurde jetzt geändert, also es ist im Prinzip sofort auf dieser langsamen Geschwindigkeit, die es ohnehin schon hat. Und ansonsten wurde es so geändert, dass das Cloaking Field von dem Mutterschiff, also was halt ja die Einheiten unter dem Mutterschiff unsichtbar macht, dass es nicht mehr sofort alles cloakt, sondern über einen gewissen Zeitraum, also 25 pro Sekunde im Dreh. Das ist das Maximum. Das liegt einfach daran, dass im Normalfall, wenn das Mutterschiff aufkommt, dass es dann einen Lag gibt. Und somit können im Prinzip auch Gegner irgendwie wissen, okay, jetzt ist ein Mutterschiff auf dem Feld oder ähnliches. Ich meine, klar, da müsste man, das wäre schon ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt diese Lags nun mal. Und dadurch wird das Ganze jetzt verhindert. Ich meine, das heißt, es ist jetzt nicht wirklich ein Nerf, versteht das nicht falsch. Die Einheiten werden immer noch sehr, sehr schnell gekloakt, nur halt nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Das Ganze wird vielleicht maximal eine halbe Sekunde verzögern, was das Cloaking angeht. So, beim Stalker wurde das die Blinkerforschung um 30 Sekunden erhöht, von 110 auf 140 Sekunden. Fragt sich dann, wie das Ganze mit 3-Gate Blinkstalker funktionieren wird oder aber der 7-Gate Blinkstalker All-In. Ist halt die Frage, ob das Ganze jetzt noch ja, so gut ist wie zuvor oder nicht. Ich nehme mal stark an, die 30 Sekunden werden da doch schon einiges ausmachen. Das hier ist eine sehr schöne Sache, die White War besonders sehr freuen wird. Vom War Prism wurden die Schilde von 40 auf 100 erhöht. Von daher sind die Dinger jetzt ein gutes Stück sinnvoller. Vorher waren die Dinger ja aus Papier gemacht, jetzt sind sie wenigstens aus Pappe gemacht, halten da ein bisschen mehr aus und das ist eine klasse Sache. So, Terraner, Barracks Build Time increased from 60 to 65, also 5 Sekunden länger auf den Barracks. Um ehrlich zu sein, ich habe absolut keine Ahnung, wieso sie das jetzt machen. Ich meine, klar, es verzögert alles. Es verzögert den Erst Marines, es verzögert Bunker, es verzögert die Factory, Starport somit. Also, es ist schon ein kleiner Nerf, aber 5 Sekunden, ich weiß nicht, ob das wirklich so gewaltig ist. Hellion, Infernal Pre-Igniter Damage Upgrade decreased from 10 to 5. Also, ich glaube, das hat jeder kommen sehen, nach dem, was da bei der MLG, was glaube ich, passiert ist. Ja. Also war schon ziemlich klar, dass hier das Ganze dann verringert wird und da haben sie jetzt um 5 Damage reduziert. Raven, Seeker Missile Movement Speed increased from 2.5 to 2.953. Also Seeker Missile wird jetzt um einiges stärker sein. Kann hier jetzt tatsächlich ein paar Einheiten einholen, das wird eine nette Sache sein. Hoffe da mal ein paar Ravens öfter zu sehen.
Also kommen wir jetzt mal auf die Zerg ein Infester. War ja klar. Fungal Growth Damage changed from 36 plus 30% Armored to 30 40 versus Armored. Ist eine klasse Sache, finde ich, denn Fungal Growth war wirklich ein bisschen stark. Ich meine, vielleicht ist der Nerf ein bisschen zu stark. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich meine, im Prinzip, muss man halt schauen. Ich denke, es ist noch im Rahmen. Ich meine, 6 Damage bei Non-Armored reduziert und 40, es kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Ich glaube, vorher waren 42, 43 versus Armored. Also so viel macht es wirklich nicht aus. Es ist da ein bisschen. Und Overseer, das wird die Leute freuen. Morph Cost decreased from 50, 100 to 50, 50. Also es ist jetzt wesentlich gaseffizienter, nur noch die Hälfte des Gas wird hier gebraucht. Also von daher nehme ich mal an, Overseers werden wesentlich öfter genutzt werden. Aus diesem Grund auch der nächste Nerf hier. Contaminate Energy Cost increased from 75 to 125. Also 50 Energie mehr da drauf, ist ganz klar. Wenn die Overseer jetzt so billig sind und somit mehr produziert werden, wird es mehr Contaminate geben. Und wenn das immer noch dann auf 75 Energie wäre, dann könnten zum Beispiel mit Terraner gar nichts mehr bauen. Und ansonsten Ultralist Build Time Decreased from 70 to 55, also Ultras bauen jetzt auf 15 Sekunden schneller. Ansonsten der Rest, es ist einfach nur ein paar Improvements oder Verbesserungen, die beim Editor gemacht wurden und anderes Zeug. Also hier ist eines dabei, Haufen Bugfixes auch noch, was die verschiedenen Rassen angeht, was das Ganze generell angeht. Aber ansonsten finde ich ein sehr solider und schöner Patch, gefällt mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, es wird nicht zu viel dran geändert, denn soweit sieht das wirklich sehr solide aus, der Patch. Und ich hoffe, der wird so auch dann letztendlich live gehen. Und ja, ansonsten war es das von mir. Ich bin raus, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten werde ich noch den Link zu den Patch Notes hinterlassen. Und wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao.